Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, in der letzten Folge wollten wir eigentlich so als Hauptziel das Geweih. Und was haben wir gefunden? Wir haben den Hirsch haben wir geschossen, aber kein Geweih. Hat er uns ausgespuckt. Was war das denn? Wollte ich aber jetzt gar nicht. Hier mal was gucken. Ich ausgerüstet? Ja. Dann mal ein Spieler. So. Es ist schon abends, ne? Das ist richtig doof eigentlich. Ich würde nämlich gerne wollen, hier zu dem Wilderer und dann hier zu dem Jagdgebiet Hirsche gucken, ob da vielleicht einer mit Geweih rumläuft, was ich nicht glaube, aber ich könnte ja mal gucken, aber ich könnte hier noch mal an die Kiste eventuell und ich könnte hier den Wilderer mal berauben oder zusammenschlagen oder was auch immer, aber dann muss ich aber einen Tag haben, bringt jetzt nichts, gut, dann machen wir das so. Dann machen wir bis morgens früh. Das reicht aber 5. Das ist genug. Dann machen wir das schnell. Und zwar ein bisschen langweiliger anfangen. Mit Schlaf zu anzufangen. Aber okay. Dürfte das schon einigermaßen hell sein. Ja, wird hell. Da brauche ich nichts mehr machen. Ich lasse sie mal schlafen. Die Sonne geht auf. Schon. Mit meinem Hund. Okay. Feiner Hund. So ist's echt. Ruhig, ne? Irgendwie alles. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Stimmt was. Oh, ich habe immer noch Hundefleisch, okay. Ich muss mal ein Pferd rufen, ne? Okay, da ist es doch. Soll ich mal eben was gucken? Welche Waffe muss ich denn nehmen? Ach, hier muss ich gucken. Schwertkolben, Streitkolben. Ja gut. Na gut, kann man machen. Hündchen. Achso, ich wollte mit dem Sache hier im Wald, ne? Mal gucken, dass ich in die richtige Richtung laufe. Ja, das kommt gut hin. Muss ich eigentlich nur geradeaus reiten. Weil das ist hier ziemlich, Fusel. Eine ist hier das Haus, da ist aber eigentlich nichts zum festzustellen. Da suche ich jetzt auch nichts.
Oder Hühnchen, würdest du da noch was finden wollen? Sieht ganz interessant aus, aber das ist nicht das, wo ich hin will. Jetzt mal weiter nach links wieder. Fast da. Da unten ist es, glaube ich. Seid ihr wieder unterwegs? Ne, das war der hier gar nicht. Ah, doch. Ah, das war das. Kein Wilderer hier. Okay. War das an der anderen Stelle? Okay. Mal gucken. Sieht so aus, als wäre da unten ein bisschen was. Ah ja. Kommen wir mal hier aus dem Bach. Hey, verpiss dich da! Verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst! Ach, da wollte ich plündern nur. Immer diese Wilderer hier. Ich hab mal gesagt, ich hab hier nichts zu suchen. Hier irgendwo Kiste oder irgend so was? Lebt er schon? In Fahrt mit dir! Lebt er schon wieder? Ich dachte, der hätte noch irgendwelche Sachen hier vielleicht. Musst du dich aufregen? Schade. Nur Fleisch und so ein Müll ist doch Blödsinn. So langweilig. Okay. Und das Pferd. Weiter nach links.
Ja, durch den Wald zu reiten, gerade so einen wie hier den, ist nicht gerade angenehm. Hier bin ich auf dem Weg gelandet. Hier bin ich, okay. Ich gar nicht hier hin. Oh, jedenfalls nicht. Das ist mal der Richtige. Ach ne, doch, okay, ist aber nicht schlimm, ist richtig. Doch. Das ist das Haus. So ein bisschen mal was in die Satteltasche tun. Tu dir mal die Mittel in die Satteltasche. Nee, es sind natürlich nicht. Gucken, ob ich hier einen Hirsch finde. Und damit vor allen Dingen einer ist mit Geweih. Ich nicht glaube. Oh, mit Rüstung muss halt auch so Klappere hier. Ach Gott, ist der Pferd. Wenn ich mal Pferd schießen, ne? Gib
Keine. Gebiet Hirsche ohne Hirsche, das ist immer ärgerlich. Na. Grund. Hier los. Ach, 5 Spinnennetze. Ja, dann waren wir wieder zurück da zu dem Haus. Wird nix, glaube ich. Ja, jetzt nicht noch hier einen. Kurzfristig ein paar Hirsche auftauchen. Wollte dafür nur der einer mit Geweih sein. Ja, ich muss mal nach Kallenberg so langsam. Thank you.
So. Mal alles wieder mitnehmen hier und dann in die das bringen die Spinnen jetzt bei den. Wer bellert denn da rum? Besser sortiert hier rauszuschmeißen. Pfeile. War nix, Rüstung. Okay. Ja gut, dann nehmen wir nichts mehr mit. Dann haben wir erstmal genug. Okay. Wie wird das Pferd hier ankommen? Sieh mal, was ich für dich habe. Futter. Ganz lecker.
Hirsch da ist oder so. Wir fahren mal nach reiten wir nach Thalenberg. Wir mal gucken. Dann muss ich wieder da oben hinreiten. Gucken, ob da in dem Jagdgebiet ein Hirsch ist. Schauen wir mal, ob wir hier durch. Jetzt können wir aber einfach auch mal an den vorbeireiten. Jetzt kann ich nichts mehr laden. Jetzt tue ich auch nichts mehr. Wenn ich daneben ankloppen, ist mir das auch egal. Der vorbeireite. Los, ne? So, ja, dann müssen wir unten zu dem zur Schenke Sachen ausladen. Dann wieder da hoch das Jagdgebiet. Seid gegrüßt, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Ja, geht's und was? Wie läuft es so in Thalenberg? Ist alles friedlich hier? Ah, die Dinge stehen nicht schlecht. Gucken, hast du noch Geld? Ja, ist gut. Verkaufen wir ihm Sachen. So. Ach, das ist ja vieles im Pferd, ne? Gut, dann müssen wir mal eben gucken. Machen wir das anders. Machen wir gleich. Gefährten. Das kann ich gleich hochholen, das ist nicht so schlimm. Ach nee, das ist ja nichts Verderbliches, verkaufe ich ja nicht. Also doch. Und dann kaufen. Nahrung. So. Verkaufen dem ganzen Schrott. Ist ja egal. Kostet nicht viel, ne? Okay.
So, reicht. Hündchen? Na, okay. Das mal hier ausladen. Hilft nix. Können dann, glaube ich, nochmal dahin, ne? Aber jetzt muss ich erstmal das Pferdchen ausladen. Hier. Ach nee, den wollte ich dann nicht. Okay.
So, jetzt haben wir alles. Na, mal gucken. Ob wir jetzt einen Hirsch finden. Mit Geweih. Dann sind die wieder alle am... gucken, was der Hund denn sagt hier. Oh. Und? Mit dir los. Oben. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Reicht erstmal. Ganz so schlimm ist das noch nicht, wenn er 87 hat. Lass uns mal da hoch. In den Wald. Mal gucken, ob wir dann wieder so einen Hirsch finden. Ist auch versteckt hier. Wieder der Weg. Ich wollte doch gar nicht auf den Wald rein. Ist ja richtig ungefähr so. Spitzpfeil. Ja, mal verbesserten Jagdpfeil, ne? Ja. Jetzt sind wir hier an einem. Jetzt wollen wir uns heute nicht. Da ist einer. Das Häschen. Leute. Was gibt's denn diesmal? Ne? Diesmal Geweih. Ja, ärgerlich. Jedes Mal. Nein! Immer noch kein Geweih. Ich hab's aber gelernt. Ich hab so ein Dolch. Gelernt. Freund der Wildnis, weniger Scheu.
Mehr Schaden ist nicht so wichtig. Rohes Essen hält länger. Raubtier. Ganz rohes Fleisch essen. Naja, das mache ich jetzt erstmal, weil das ist mir lieber. Zack. So, was haben wir denn? 15. Gibt es für Stufen? Noch zwei gibt es noch. Jägersmann, eingesalzen, Freund der Wildnis. Das ist eigentlich nicht wichtig hier. Mit dem mehr Schaden. Mal, Omrik, sorry. Boah, das hat ja gerade mal irgendwie was im Hals. So. Zwei kriege ich noch. Also eingesalzen und Freund der Wildnis, das ist gut. Aber jetzt ist erstmal ärgerlich. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Schön. Ganz fein. So ist's recht. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Blöden Hirsche, die kriegen mir Na gut, holen wir jetzt erstmal dein Pferdchen. Steigen wir auf. Reiten wir wieder zu dem Nikola. Kaufen das Zeug. Reite ich richtig? Fast, ja, nahezu. Die Rehe wollte ich jetzt nicht, das ist ärgerlich, nicht so wichtig. Problem ist, dass ich ist das Zeug schon alles okay, kann ich verkaufen. Muss ich nur finden hier irgendwie. Da unten ist er irgendwo. Macht er denn hier unten? Was benötigst du? Mach's gut. Ich nehme eine ganze. Hilft ja nichts. Kriegt man ja nichts weiter. So. Ich weiß zwar, dass die da sind.
Musste mal gucken. Hier flitzte auch schon mal gelegentlich einer rein, aber ich musste dann mal hier hinten gucken, bei den Hirschgebieten. Und dann reiten wir mal da hinten rüber. Da weiß ich auch nicht, wenn ich nicht wieder keine Hirsche finde. Beziehungsweise wenn ich keine... Welche, glaube ich. Ja, dann komm doch! Wieder eine ganze Meute. Zerlumpter Gesellen. Wieder noch irgendwo. Männer da. Nein! Was ist das? Was hast du denn? Lebensmüde, was? Schau dich doch! Diese blöden scheiß Stangendinger da, ne? Ah, die regen mich jedes Mal auf, ey. Ich wollte eigentlich gar nicht so. Aber die mit den blöden... Okay. Muss ich die erstmal hier alle. Okay, kann man einen von denen nehmen, das ist nicht so schlimm, das geht schneller. Oh, wie viel waren das denn nachher? Wird ja wohl alle des Wahnsinns gewesen, ne? Die Hunde wieder weggelaufen? Auszuhalten, den ganzen Gerümpel hier. Wie viel waren das denn? Wie viele Stangenwaffen? 3? Ja, ja. Das ist Wahnsinn, ne?
1, 2, 3, 4 mit 5. 3 hatten auf jeden Fall Stangenwaffen mit, das habe ich gemerkt. Hier noch einen im Gebüsch. Glaubt das nicht. Vor allem, wie weit die danach gelaufen sind. Gucken, was ich jetzt noch hier finde. Wenn ich schon wieder ein Hirsch hier finde. Jetzt nach dem Kampf. Oh, ist noch wieder einer. Diesmal jetzt Geweih gibt. Ah, endlich, ich habe eins. Weiß ich nicht, ob ich das hier verkaufen kann. Mal gucken. Brauche ich aber eigentlich gar nicht verkaufen hier. Pelz. Eh vergessen letztens, ob das noch einen hohen Bund habe. Ja, ich musste dort überleben. Hatte nicht nichts. Okay. Muss doch bald der Hund kommen, ne? Thank you.
hier will ich nicht. Da kommt der Hund ja auch wieder langsam. Ist ja schön. Haben die mal irgendwann gepatcht, dass man die Sachen schneller diesen gestohlen Tag weg haben, ne? Also mal gucken, das ist schon weg alles. Okay, mal gucken. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt noch Geld hat. Genug. Der hat kein Geld mehr. Dann nicht. Komm, Hündchen. Gucken zu einem Gastwirt, ob der unten. Dann muss gucken, was ich dann los werde. Das ist nicht schlimm. Ich will noch ein bisschen verkaufen. Der hat auf jeden Fall noch was übrig da unten. Gott sei mit dir. Mal gucken, ich muss ja auch noch was verkaufen. Ja, der hat noch was. Okay, dann kann ich ihm Nahrung. Und dann nur das ganze Fleisch verkaufen. 486. Lass uns über den Preis sprechen. Na ja, noch ein bisschen. Versuchen wir es. Ja. Okay. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Na, du schläfst schon ein, ja? Endlich eine vernünftige Summe. Sag ich doch. So. Oh. Ja, jetzt kommen wir zu dem Lukas Hündchen. Ach, was willst du denn dem Fass da? Was sieht denn mein Hund aus hier? Na, der ist auch wieder. Der hängt. Ach ne, der hängt nicht. Der war ja. Komm her. Hündchen. Ein guter Hund bist du. So ist's echt. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Stimmt, der war ja vertrieben worden. Ja. Speck. Gut. Ist gut. Ah, mal zu dem Lukas. Oh, ey, das ist echt nicht normal, oder? Drei Hirsche musste ich machen, bis ich endlich ein Geweih hatte. Das war schon richtig mühselig. Habe ich eh Zeit. Zack. Ah,
Hab mir schon Sorgen gemacht, dass du dich im Wald verirrt hast. Ich gebe zu, leicht war es nicht. Warte nur, bis wir auf eine richtige Jagd gehen, Junge. Her mit der Trophäe. Dann hast du die erste Probe bestanden. Die erste? Tja, eigentlich war nur eine vorgesehen. Aber du könntest uns mit noch was anderem helfen. Na gut, was soll ich noch machen? Ein Drachen töten? Eine Drude fangen? Sehr witzig. Spitz lieber die Ohren. Nikolas, der Meisterjäger, hat ein feines, altes Jagdhorn. Aber hornlos würde er uns viel besser gefallen. Verstehst du? Was habt ihr vor? Warte. Worum geht es hier? Nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen musst. Hol es und wir werden Spaß haben. Na schön. Und wo ist dieses Horn? Manchmal trägt er es mit sich rum. Immerhin ist er der Meisterjäger. Aber ich glaube nicht, dass er damit zu Bett geht. Sieh dich am besten nachts bei ihm um. Seine Hütte hat er überm Dorf, gegenüber von der Burg. Komm zu mir, sobald du das Ding hast. Kannst kaum erwarten, seine verdutzte Fresse zu sehen. Gut, wird gemacht. Schön. Weidmanns Heil. Soll ich dem jetzt das Geweih übergeben oder habe ich das noch hier? So. Ich hab Hunger. Ja, dann könnte ich ein bisschen schlafen. Dann könntest du auch mal einen Speck essen, oder? Ich hab eh noch genug. Brezel wollte ich immer mal essen. Das reicht aber jetzt. Die Räucherwurst lasse ich nochmal. So, Hündchen. Bist du wieder lieb? Ja, okay. Dann gehen wir jetzt schlafen. Dann sind wir heute Nacht im Dunkeln zum Nikola. Dem das Horn klauen. Das werden wir aber in der nächsten Folge machen. Jetzt werden wir die Folge dann unten beenden. Wenn ich das Pferd ausgerümpelt habe. Und schlafen, bis es dunkel wird. Umziehen. Schon mal. Ein guter Hund bist du. So ist's recht. So. Warte hier auf mich. Bleib. So, ich geh nur erstmal ausräumen. Und dann.
Brauche ich auch diesmal. Den auch. Die schwarze auch. Und meine Lederstiefel auch. Ja, okay, brauche ich mal alles. Hier ist. Gucken. Mit den ich muss noch gleich mal was gucken. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich hab da müsste da eigentlich hier. Die haben doch ziemlich gerumpelt hier mal hier. Ein Verband fehlt mir jetzt. Das ist blöd. Das wollte ich ja letztens gemacht haben, habe ich vergessen. Schneider-Set. Ja. Kein Schneider-Set mehr. Mal das Rüstungsset hier anwenden, das ist schon mal gut. So. Da habe ich die alle ein bisschen hier verhauen, aber ist okay. Wie sieht das denn hier mit dem? Ja.
dann werde ich nicht zu dem Tammer von Zeit. Dann werde ich jetzt einen Speicherschlaf machen, die Runde beenden und dann Stunde. Oh nein. Lange drücken, lange E. So, eine Stunde schlafen. Dann muss ich nach Ledetschko erst. Ich muss zum Schneider. Hilft nichts. Habe ich verpennt. Keine Schneider-Sets. Ah, jetzt mit dem Jagen auch. Ah, das Buch. Okay. Das ist gut. So. Ich sag mal tschüss, bis zur nächsten Runde. Oder Folge.